Soft- und Hardware installieren, Fehler analysieren und beheben oder programmieren. Der Fachinformatiker hilft bei kleineren und größeren Problemen rund um den PC. David Duschek lernt diesen Beruf im zweiten Ausbildungsjahr bei der SÜK Coburg. Mit seiner Berufswahl hat David ins Schwarze getroffen. Meinen Beruf habe ich gewählt, weil ich schon in früher Kindheit, also spätere Kindheit eigentlich so ab 12 angefangen habe, mich für Computer zu interessieren. Und ich mir eigentlich dachte, warum da nicht einen Beruf finden, der die Interesse in Beruf fasst. Und da hatte ich mir den Fachinformatiker angeschaut. David lernt in seiner Ausbildung, wie man IT-Systeme plant und konfiguriert. Unter anderem misst und analysiert der angehende Fachinformatiker Fehler. Heute stellt er Netzwerkverbindungen zu den Verteilerdosen her. David schreibt auch Programme und hilft den Anwendern, zum Beispiel, wenn sie das Kennwort vergessen haben oder Softwareprodukte nicht funktionieren. Auch knifflige Probleme muss der IT-Fachmann lösen. Das ist dann zum Beispiel, wenn der PC entweder gar nicht mehr angeht oder die Netzwerkverbindung nicht besteht, bedeutet, die können sich nicht mehr anmelden. Und da muss man halt herausfinden, woran das liegt. Bei schwierigen Problemen baut David den Computer auseinander. Heute wechselt er ein defektes Netzteil aus. Wer sich für diesen Beruf interessiert, sollte deshalb neben dem technischen Know-how auch handwerkliches Geschick mitbringen. Ein weiterer Arbeitsbereich findet sich im Rechenzentrum der SÜK Coburg. Mittels Diagnosesystemen analysieren David und sein Kollege Thilo Hollfelder Fehler und beheben Störungen an den Servern. Im Rechenzentrum hat David zum Beispiel einen Switch eingebaut, zusammen mit seinem Ausbildungsbeauftragten. Die Ausbildung umfasst 3 Jahre und setzt einen guten mittleren Bildungsabschluss voraus. Außerdem sollte der zukünftige Azubi Spaß an Informationstechnologie, gute Kenntnisse in Englisch, Mathematik und Betriebswirtschaft mitbringen. Konzentriertes Arbeiten und Teamarbeit sind weitere Voraussetzungen. Bei uns ist es auch wie bei den anderen Ausbildungsberufen so, dass ein Teil schulisch abläuft und ein anderer Teil im Betrieb. Das heißt, wir haben Blockunterricht in der Berufsschule, in der staatlichen Berufsschule Lichtenfels, jeweils 2 Wochen am Stück. Und der andere Teil ist bei uns praktisch in der Firma. Egal ob kleine oder große Probleme, der Fachinformatiker für Systemintegration bzw. Anwendungsentwicklung ist bei Fragen rund um den Computer der richtige Ansprechpartner. Neugierig geworden? Dann bewirb dich bei der SÜK Coburg.